So, jetzt fragen sich alle, was sollen die Eimer? Bonjour, je suis Otto Fricke. I am the budget affairs speaker for the FDP Fraktion Parlamentaire. And dit is nu mijn prêt-à-porter. Hi. Wo kommst du denn gerade her? Naja, Rede gehalten, jetzt kommen die nächsten Termine und so wie es ist, du pendelst eben immer zwischen Plenum, Büro, andere Sitzungen. Ich kann euch noch was Schönes zeigen, wenn ihr wollt, wenn ihr noch, ihr könnt ja mal. Man denkt ja hier immer, was sollen diese Dinger, aber wenn man dann mal hier fühlt mit der Hand, das ist eine Heizung. Das hier ist eine Heizung. Das ist ganz einfach, das ist die erste Wahlurne des Deutschen Bundestages, mit der damals Konrad Adenauer mit einer Stimme Mehrheit gewählt worden ist und auf den Hinweis, ob er sich selbst gewählt hätte, ja natürlich. Also da kann man das schön sehen mit Ost und West. Ja, und da ist eben hier der Verlauf der Mauer gewesen. Ich finde, das ist eine sehr schöne künstlerische Lösung. Die habe ich nicht entschieden, dafür gibt es den Kunstparat, aber die Anregung, dass es zur Entscheidung kommt. Ich bin ja alt. Ich bin Dienstältester der Bundestagsfraktion und wenn es klappt, werde ich dieses Jahr 58 und deswegen schon lange dabei. Und da bleiben so ein paar Dinge halt zurück. Aber das Denkmal ist schon für mich mit die schönste Erinnerung. Dieses Gebäude hier ist interessant, weil das, was man hier als Glasfenster sieht, kann geöffnet werden mechanisch und könnte dann auf kompletten Durchzug gehen. Und das ist eine gute Idee, funktioniert nur leider technisch nicht. Jetzt fragen sich alle, was sollen die Eimer? Und wenn man dann da reinguckt, dann ist da, obwohl es hier schon sonnig ist, Wasser drin. Warum? Weil da oben diese Glasdächer nicht dicht sind. Das ist in allen Gebäuden des Bundestages so gewesen. Das sind die letzten Eimer. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wann dieses Glasdach noch renoviert wird. Aber so kann man das dann eben immer wieder sehen, wo es regnet und wo nicht. Ein Politiker, der behauptet, er hätte kein Sendungsbewusstsein, um das mal so schön zu sagen. Also, Entschuldigung, der lügt. Ich möchte, dass die anderen verstehen, womit ich im Gesetzbuch stehe, womit ich erreiche, dass sich Dinge verändern, was im Haushaltsgesetz, warum, wie gemacht worden ist. Ja, wie hattest du denn früher die Möglichkeit? Du hast eine Möglichkeit gehabt, eine Presseerklärung zu machen, mit Leuten zu telefonieren, ihnen lange Briefe zu schreiben und zu hoffen, dass das geht. Heute pushst du das raus über die unterschiedlichen Kanäle. Für mich ist Twitter da auch sehr wichtig, ich Informationen weitergeben kann. Und ich glaube eben daran, Informationen weiterzugeben führt zum Nachdenken und vielleicht dann zur richtigen Entscheidung. Und Treppe auch immer bis zur dritten Etage immer, es sei denn, ich bin krank. Zweite, selbst wenn ich kränke. Und vierte, mindestens einmal am Tag, weil das Büro in der vierten ist. Ja, ich wollte gerade sagen, du fragst einen 57-Jährigen nach dem Werdegang, wie es gekommen ist. Ich mach's schnell. 89 während des Studiums gesagt, mach selber was. Alle vier Parteien, die damals da waren, angeguckt. Am Ende mich zwischen Grünen und FDP entschieden. FDP war einfach cooler. Dann habe ich mein Jurastudium fertig gemacht, mein Referendariat. War als Mitglied der Partei immer mal wieder hier und da ein bisschen in Gremien. Und dann bin ich in einem Untersuchungsausschuss gelandet. Dann kam die Frage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, zu kandidieren. Für die Wahl 2002. Es war meine erste Kandidatur. Hab kandidiert, bin in den Bundestag eingezogen. Und dann bin ich im Haushaltsausschuss gelandet und habe dann das große Glück gehabt, Ausschussvorsitzender zu werden. Und dann jetzt eben wieder und die ganze Zeit Haushalt. Macht Spaß. Der Haushalt, der ist derjenige, der sich mit der finanziellen Machbarkeit und damit auch mit der Frage stellt, wofür haben wir Geld, wofür nicht, wo können wir noch was tun, wo müssen wir einsparen. Damit bist du nicht immer beliebt, weil, kennt man ja von zu Hause, der auf einen Wunsch sagt, lass uns das doch machen, sagt nein, ist der Böse. Und der sagt ja, ist der Gute, obwohl keiner nachher weiß, ob das nicht aus reiner Verschuldung oder Kreditaufnahme gekommen ist. Und dann habe ich mein Büro mal gebeten, in jeder Rede zu gucken, wo denn bei Ihnen mehr gefordert wird. Habe gedacht, ich kriege so ein DIN A4-Blatt. Ich kann Ihnen mal zeigen, was ich hier alles von Ihnen da zu lesen habe. Und das war nur das bis zum Donnerstag. Und das Format 11.011, was wir da gemacht haben, ist ein Format, das erklärt hat, wie Politik funktioniert. Ich habe mir Gesprächspartner aus allen Fraktionen, Journalisten, Verwaltung. Der Vorgänger war Fricke und Solms. Achtung, man halte sich fest, aus dem Jahre 2000, ich glaube 6 oder sowas, ein Videoformat, wo ich mit Hermann Otto Solms gemeinsam in einer fiktiven Bürogemeinschaft über politische Dinge gesprochen hat. Damals haben alle gesagt, was soll das? Die sind doch keine Schauspieler. Heute sagt jeder, oh, das war aber schon sehr weit vorne. Wohlgemerkt, wir reden von einer Zeit, wo wahrscheinlich manche, die das gesehen haben, noch gerade mal vielleicht zur Schule gegangen sind. Wer macht sich denn da an meinem Auto zu schaffen? Das kann doch nicht wohl wahr sein. Da muss ich mal gucken. Was, Fricke, Sie schon wieder? Eine Mischung, was ich immer Edutainment nenne, also inhaltliche Botschaften
Informationen verbunden mit ein bisschen Augenzwinkern ist gut, denn eines mag der Zuhörer, Zuschauer nicht, wenn sich Politiker zu ernst nehmen. Und das kann ich als Niederrheiner gar nicht. So, wir gehen jetzt zu einem Gespräch mit einer Vertreterin des US-Außenministeriums, Whitney Baird. Und wie macht man so ein Gespräch? Im Zweifel im Rahmen eines Mittagessens. Und da gehe ich jetzt rein, aber da könnt ihr mal nicht mit. Der Mann da oben, das ist Gero Hocker, der von Wasser ganz viel Ahnung hat, weil er sich um Agrarpolitik kümmert und da ist Wasser ganz wichtig. Ich möchte unbedingt auf dein Video auftauchen. So, sag jetzt ja nichts Falsches. So. Ne? Mohanad, benimm dich.